Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 78 von Aborion. Ja, der Thomas Stehler hatte geschrieben, ich könnte es mir auch ganz einfach machen, ne? Ich könnte mal hier reingehen, könnte dann in ein Schiff springen, welches hier unten irgendwo ist wahrscheinlich, in dem Heimatsektor oder so. Ich glaube, das waren diese hier. Und könnte dann da feststellen, dass ich dort definitiv ein Schiff bestimmt habe. Die sind gerade alle am Abbauen da. Wo ich dann sagen kann, okay. Warte, ich gehe lieber aus der Karte raus, bevor ich da was Falsches tue. Muss ich nochmal gucken, wo sind alle hier? Miner, Reiter 1 ist, glaube ich, kein Miner, ne? Der hat da auch irgendwann mal einen Sprung gemacht. Spritquelle. Okay. Ach, das war unten. Miner Lady Craft. Craft ist dort. As Reiter ist dort. Ja, ich schätze mal. Er ist schon tatsächlich der nächste hier in der Nähe, ne? Er kann auch ganz gut springen. Jetzt suchen wir gerade nochmal nach einem Ressourcendepot. Springen dann dahin. Und ein Schiff in Sektor wechseln. Gehen wir da rein und dann gucken wir uns das da mal an. Verkaufen da was, ne? Ganz einfach ist das. Na, komm schon. So, da sind wir dann. Und jetzt müssen wir gerade nur nach dem Ressourcendepot gucken. Können wir uns die Preise direkt so angucken, ne? Ressourcenhandel. Verkaufspreis, liefere 20.000. Okay. Wo ist denn das Ding? Ich muss ja, glaube ich, gedockt sein, ne? Oder wie war das? Fahren wir da, fliegen wir da doch mal hin. So, da ist das Ressourcendepot. Da ist auch ein Dockingport. So, die Traktorstrahl, den müssen wir auch noch bearbeiten. Das hatte der Thomas uns auch erzählt, ne? Ressourcen handeln, verkaufen. Oh, 3-1. Ach so, das war ein Auftrag eben, wo. Ah, so war das. Für 6-2 gab es den dann da. Okay, 3-1 ist dann jetzt. Nicht so der Bringer, ne? Fliegen wir gerade ein Stück weg. Gehen wir auf die Karte. Ich glaube, wir müssen da unten hin, ne? Hier, so ausgezeichnet. Das bedeutet natürlich, wir müssen noch ein paar Sprünge mehr machen. Ich glaube, wir springen mal hier hin. Da ist er. Schauen wir mal, dass wir da runterkommen, ne? Ist jetzt nicht der Top-Springer, Bringer, ne? Der Top-Springer ist es natürlich auch nicht. So, da sind auch noch schon ein paar Bösewichte hier. Dann springen wir mal dahin. Das wäre dann da lang. Und bloß weg, aber wir brauchen noch 20 Sekunden, okay. Der kommt näher, oder? Nee. Nee, der bleibt da gerade stehen. Passt schon. Aber wir sind jetzt auch weg. So, Koordinaten in den Computer eingeben. Ach so, ich wollte gerade nachgucken, ob wir vielleicht was Besseres einbauen können. Ne? Was haben wir denn hier? Da ist es. Überraum plus 6 Felder, Sprungreichweite. Oh, nur 4.
Und der hat 6. Krass, oder? Hightech-Handelssystem hat der allerdings hier dran. Batterie-Upgrade. Und Generator-Upgrade. Machen wir gerade das Batterie-Upgrade raus und mach den da rein. Dann springen wir dann 4 Felder weiter, ne? Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Ausrichten, 25 Sekunden noch. Quantum 3 Hyperraum-Upgrade entfernt. Nee, wollte ich eigentlich nicht entfernt haben, wollte ich eigentlich hinzugefügt haben, ne? Naja, wahrscheinlich nur eine falsche Bezeichnung da, oder? Ja. Plus 9, wenn ich es fest einbaue. Machen wir jetzt nicht. Wir wollen das andere auch noch haben, oder? Wir müssen es erweitern. Komm, wir springen erstmal. Ja, wir haben nur einen Sprung, sind wir da weg, dann ist das ja. Sind wir hier schon beim Ressourcendepot, ne? Geht das dann da schneller, wenn ich da hinfliege? Ich glaube nicht, ne? Das wäre, glaube ich, egal. Sprungroute ist berechnet, wir brauchen keine Cooldown-Zeit. Okay, hätte ich jetzt mit gerechnet. Warum hat man denn eben eine Cooldown und jetzt nicht? Weil da welche im Sektor waren? Weiß ich jetzt nicht. Naja, ist egal, wir kommen da jetzt hin und ist gut. Ressourcendepot ist da. Liefere 14.000. Warte mal, lass mal jetzt nochmal, das will ich jetzt wissen. Ressourcenhandel. Ich muss zum Handeln an die Station gedockt sein. Wenn ich da bin, ist es weg, oder? Wetten? Komisch. Das war jetzt wieder mal zu voll gedrückt, bevor da irgendwas erreichbar war. So, Ressourcenhandel, Eisen. Jetzt geht's nicht mehr, aber 4-4 ist jetzt gut und fertig. Obwohl 6 war es, ne? Hat der Dingens geschrieben, ne? Aber ist trotzdem ein guter Preis. Was haben wir da? 4 Millionen. Das waren nur 400.000. Ich brauche noch nur mehr. 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt sind wir los. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Und Titan haben wir das gleiche. Nanonit können wir noch was verticken, ne? Haben wir da noch 1 Million von? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Und alle freuen sich hier, ne? Gut, haben wir hier einen Ausrüstungsdock? Nee. Dann was haben wir damit aus hier drin, ne? Naja. Reparaturdock, Ressourcen. Reparaturdock, da muss ich hin. Gibt es hier auch einen Reparaturdock? Nee. Das heißt Ressourcendepot, Reparaturdock, Handelsposten. Ist hier irgendwo einer, wer. Wetten, hier ist er, ein Feld daneben. Nee, Ausrüstungsdock ist hier gerade nicht. Egal, Koordinaten. Obwohl, da hätten wir jetzt auch mit dem Tor einfliegen können, ne? Na, das ist jetzt voll doof. Osttor. Ja, lass uns da schnell durchfliegen.
Kriegen wir auch so hin ohne Sprung, ne, oder? Passt schon. Schauen wir uns an. Nee, da war es falsch, da ist es richtig. Sie Angebot Kundenrabatt bei Kauf einer Restaurationsmarke. Rekonstruieren. Der war das wohl, ne? So, jetzt nochmal Karte. Gucken, zum Beispiel von Asreiter. Wo steht denn das jetzt? Da oben. Dann fliegen wir doch da mal gerade hin. Gucken uns das genauer an, oder? Der Thomas meinte, das wäre ein gutes Schiff gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, Träger ist es auf jeden Fall. Quantum Hyperschraum plus 2. Hier plus 1. Geschützturm. Das war, ach, da ist sogar noch ein Feld frei. Was haben wir denn hier? Naja, ich glaube, das Schiff war jetzt nicht so der Bringer, oder? Hier kann man auf jeden Fall mal fest installieren machen. Und da lohnt es eigentlich gar nicht, ne? Radarreichweite ist nur plus 1 dann. Also hier war es ja dann schon ein bisschen besser. Und hier sogar noch ein Feld frei. Was willst du dem denn geben, ne? Das war jetzt hier ein Entdecker, Discover. Maschinengeschützturm 108, okay, der kann ein bisschen was, aber erzeugte Energie 3,8 benötigte, das ist ja schon mal auch der Bringer dann, ne? Das bedeutet, wir müssen mal gerade im Baumodus gehen und dem noch was vermachen hier. Das war ein Container. Da drinnen sitzen die Titangeneratoren. Trinium haben wir auch schon. Wenn ich jetzt den Block ändere, umwandeln, Shift-Blöcke, Alt-Block umwandeln. Alt. Geht das? Aktuelles Modus, Orientierung beibehalten. Was ist Alt-Block umwandeln? Shift. Lücke angleichen. Irgendwie macht er das aber nicht. Erzeugte Energie 3,8. Benötigte Energie 4,78. Oh, das war falsch. Ich weiß nicht. Blöcke platzieren. Kamera drehen, ist klar. Wie kriege ich das denn hin? Ist doch hier der Generator. Ich habe das Zeug auch. Kann ich den reparieren erstmal hier? Ja. Muss ich auch noch eine neue Marke kaufen? Was ist das hier für einer? Ne, ich kann nicht umwandeln, will er nicht. Keine Ahnung warum. Wäre schön gewesen. Rechtsklick macht er, aber nicht im Spiel. Steuerung C.
und Steuerung V. Transformiere zu Generator. Ja, den wollte ich dahin. Macht er nicht, schade. Machen wir eine Spiegelachse an. Und dann basteln wir den dann noch rein, oder? Zack. Jetzt haben wir mehr erzeugte Energie wie, ja. Gut. Sind wir drinnen? Ja. Ach so, wir können hier jetzt gerade noch eine Rekonstruktionsmarke setzen. Würde Sinn machen, ne? Rein. Reparaturdock. Marke kaufen, alles ist gut. Schiff können wir auch dann rekonstruieren. Aber was mich jetzt irritiert ist, dass ich das nicht umwandeln kann, ne? Kann ich die denn jetzt hier umwandeln? Das Eisentriebwerk umwandeln? Nö. Keine Ahnung, warum man das nicht macht. Altblocke umwandeln. Kamera drehen, auswählen, Block platzieren. Shift, Blöcke angleichen. Alt. Ach, Blöcke wird das halt nicht Blöcke, sondern Blöcke umwandeln. Da fehlt das Ö, da ist ein Schreibfehler. Aber geht nicht. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Vielleicht weiß der Thomas das, dann kann er mir das gerne mal schreiben. Wahrscheinlich, weil die Eisen sind. Warte mal, lass mal das gerade checken. Kann man vielleicht nur eine Stufe leveln? Nee, das war es auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Block umwandeln. Ah, es geht nicht mit der Alt-Taste. Aber es geht mit der Funktion hier, Blöcke umwandeln. Block umwandeln. Der. Und dann können wir auch noch den Generator umwandeln. Wo ist er? Passt. Jetzt haben wir genug Energie. Jetzt müssten wir vielleicht noch... Ich will nicht transformieren zu Generator. Ich will eigentlich nur wissen, was es für einer ist. Ich müsste mal hier so ein Rotationsdings da Bums da ändern, ne? Warte mal, der ist jetzt schnell, aber wendig ist was anderes, ne? Ja, die Korrekturdüsen, naja, ist jetzt alles nicht so prickelnd, ne? Wenn man mal sehen würde, was für einen Stein wir da jetzt haben, irgendwo konnte man das doch sehen, oder? Vertue ich mich da? Generator, ich will jetzt keinen Generator. Der ist das. Ah, Trägheitsdämpfer ist das. So, jetzt kommen wir dahinter. Wir müssen nur einen Doppelklick da sozusagen drauf machen. Und wo ist der, den ich jetzt haben will? Gyrophalanx, der ist es. Der geht nicht, geht nur hier mit. Ist das der einzigste da drinne?
sieht man jetzt schlecht, ne? Das ist ein Generator. Ich sehe sonst nichts. Da sehe ich noch ein paar Dingens. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Einwohner. Ich glaube, das war hier der einzigste, ne? Trägheits der, da müssen wir noch was tun, oder? Damit die Kiste besser ist. Lass uns doch noch so ein Teil da drauf bauen dann. Mach mal die X-Achse weg, oder? Ah, mach den erstmal weg, dann den weg. Und dann müssen wir den noch rotieren, und zwar so, oder? Und ja, der muss da unten irgendwo rein, das nützt nichts. Wir können den ja auch ein bisschen versenken, geht auch, ne? Komm, zack, da kommt er erstmal hin. Raus aus dem Baumenü. So ist er flott. Auf jeden Fall. Und so ist er noch träge. So ist er flott. Ich glaube, wir haben... Wir müssen noch einen reinbauen. Das nützt nichts. Der guckt jetzt da unten durch. Finde ich auch doof. Da habe ich nicht drauf geachtet. Naja, jetzt ist egal. Jetzt bleibt so. Machen wir ins Baumenü. Der rotiert so rum. Der rotiert so rum. Uns fehlt jetzt der rote noch. Der rote war neigen. Rotieren müssen wir jetzt in die blaue Richtung. So ist richtig. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wir den noch hinsetzen. Ja, komm, ist egal, der kommt jetzt direkt dahinter hin. Passt schon. So, Schiff ist dann erstmal repariert. Oder repariert ist gut, ne? Bearbeitet, sagen wir es lieber so. Jetzt müssen wir nur gerade noch in das andere Schiff wechseln, fällt mir gerade so ein, weil da haben wir ja noch das mit dem Hyperraumsprung und sowas geändert, ne? Wo ist denn das jetzt? Ach, da oben steht's ja. T da rein, so. B? Ne, B war falsch. P war richtig. Hier rein. Den bauen wir wieder raus. Und das Upgrade war da, glaub ich, drinnen, ne? Dann lass es da auch wieder reinbauen. So, jetzt haben wir hier zwei schicke Schiffe. Ein Discover und einer hier mit Solarzellen. Ah ne, das ist ja der Discover. Wie hieß denn der andere? Weiß auch keiner, ne? Discover und ja, aus Reiter 1. Gut. Wir sind aber schon sehr fortgeschritten, sag ich mal. Ich denke mal, wir sollten jetzt hier erst wieder einen Cut machen. Wir haben ihre Konstruktionsmarke gemacht. Wir haben Material verkauft. Dann können wir eigentlich weitermachen. Wir müssen nur gucken, was wir mit beiden hier machen, was die entdecken können. Und dann gehen wir wieder in unser letztes Schiff, was die bessere Munition, hätte ich jetzt beinahe gesagt, bessere Waffen hat. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.